Willkommen! Der Debian Fork Q4OS steht seit kurzem in Version 4.7 bereit. Wie sich Q4OS von Debian abheben will, welche Vorteile diese Linux-Distro dir bietet, das schauen wir uns heute gemeinsam an. Viel Spaß! Q4OS ist ein Debian Fork, der aus Deutschland entwickelt wird. Doch scheut man bei dieser Distro nicht von Werk aus proprietäre Komponenten wie zum Beispiel VirtualBox oder Google Chrome anzubieten. Q4OS bietet zwei Desktops an, Trinity Desktop und KDE Plasma. Im weiteren Verlauf dieses Beitrags kommt die KDE Plasma Ausgabe zum Einsatz. Neben Desktop möchte Q4OS auch im Virtual Cloud Umfeld Fuß fassen. Q4OS 4 trägt den Codenamen Gemini. Und Version 4.7 wurde am 22. November 2021 veröffentlicht. Immer interessiert an neuen Videos zu Linux- und Open-Source-Projekten? Dann bist du auf meinem Kanal genau richtig. Hier gibt es ein umfangreiches Archiv zum Durchstöbern und regelmäßig Nachschub. Wenn du das unterstützen magst, kannst du gerne ein Kanalabo dalassen. Aktivierst du die Glocke, dann bekommst du sofort Info, wenn es hier etwas Neues gibt. Also, Abo dalassen, Michel Franken unterstützen und immer gut versorgt sein. Vielen Dank. Was ist neu? Dieses Upgrade enthält eine Reihe von Sicherheitspatches und Fehlerbehebungen. Es basiert auf der neuesten Debian Bullseye 11.1 Basis. Trinity Desktop Umgebung der R14 Serie kommt zum Einsatz. Sicher habt ihr schon erraten, dass der Debian Basis geschuldet auch Q4OS eine Linux-Distribution mit statischen Versionsständen ist. Q4OS könnt ihr für 32-Bit- und 64-Bit-Architektur verwenden. Darüber hinaus steht ein Image für Raspberry Pi und Pinebook bereit. ARM-Architektur wird unterstützt. Doch bevor ihr euch in dieses Abenteuer stürzt, es gibt ein Setup-Guide auf der Download-Seite, den ihr zuvor zu Rate ziehen solltet. Als Paketverwalter werkelt APT. Das native Paketformat ist das Debian-Paket. Zur Softwareinstallation könnt ihr entweder APT auf Konsolenbasis benutzen oder ihr verwendet Discover oder das Q4OS eigene Software Center, auf das wir später noch kurz eingehen werden. Falls du dir Q4OS näher anschauen magst, dann musst du zunächst das ISO-Installationsabbild herunterladen. Dazu navigieren wir zur Q4OS Projektseite, die ihr unter q4os.org erreicht. Anschließend hier oben auf Downloads. Und jetzt könnt ihr wählen, welche Version ihr nutzen möchtet. Ich habe die KDE Plasma Version gewählt für 64-Bit. Das wäre diese hier bzw. diese hier, je nachdem, ob ihr erstmal live das anschauen wollt oder direkt installieren. Wie immer an der Stelle der Hinweis, nach dem Runterladen die Prüfsumme der ISO-Datei bilden, um manipulierte Software auszuschließen. Hier auf der Download-Seite findet ihr unten die Hash-Werte, die zu erwarten sind. Keine Ahnung, was du damit anfangen sollst? Dann ist der Beitrag in der Infokarte genau der richtige für dich, denn da zeige ich dir, wie du das prüfen kannst. Das Ganze geht schnell und ist kein Hexenwerk. Die Hardware-Anforderungen sind übrigens recht moderat, wie ihr seht. Der Plasma Desktop braucht eine 1 GHz CPU, 1 GB RAM und 5 GB Disk. Der Trinity Desktop braucht 300 MHz CPU, 256 MB RAM und 3 GB Plattenplatz. Also da können alte Kisten durchaus bedient werden. Die Installationsroutine ist schlagerprobt und geht schnell von der Hand. Dennoch möchte ich dir an der Stelle nicht unnötig Zeit stehlen und werde die Installation hier jetzt nicht ausführlich beschreiben. Das tat ich bereits im Rahmen meines Tests zu Q4OS 3.11 recht ausführlich. Klick einfach auf die Infokarte oben rechts, die jetzt eingeblendet wird, um genau zu diesem Beitrag zu gelangen. Alternativ kannst du auch auf meinem Blog schauen und kannst dir die Screenshots dazu gerne angucken. Die wichtigsten Hacks, die ich dir so mitgeben würde, wären die Paketquellen aufzufrischen. Das ginge sudo apt update. Dann musst du dein sudo-Passwort eingeben. Und wenn alle Pakete aktuell sind, wird dir das entsprechend quittiert. Wenn hier nicht alles aktuell ist und du die Pakete aktualisieren möchtest, geht das mit sudo apt upgrade. Aber auch hier ist gerade nichts abzugraden. Um unnötige Pakete zu entfernen nach einer Aktualisierung, kannst du sudo apt autoremove eingeben. Bei mir ist jetzt nichts zu entfernen. Hast du Flatpaks auf deinem System, dann kannst du die auch auffrischen und zwar mit Flatpak update.
Auch hier hat er gerade nichts anzubieten. Als letzten Tipp gebe ich dir die vollautomatisierte Aktualisierung mit. Das kannst du eingeben mit sudo apt update und. Das ist eine Befehlsverkettung. Sudo apt upgrade minus y. Das ist der Parameter, der sagt yes. Also der quittiert gleich alles. Und sudo apt auto remove minus y. Und flatpak update minus y. Tja, mein System ist auf dem neuesten Stand, deswegen passiert hier jetzt wenig Spektakuläres. Wenn du diese Befehlskette ab und an einfach aus der History heraus aufrufst, kannst du sie im Prinzip, wenn du so voll bist wie ich, jederzeit wieder abschießen bzw. absetzen. Also ich mache das im Übrigen auch bei meinem System so, ich nutze nur diese Kette und tu die alle ein, zwei Tage mal durchjagen. Die Zielgruppe von KufiOS einzuschätzen ist etwas schwierig. KufiOS möchte eine Adresse für Linux-Desktop-Anwender sein. Doch für den reinen Massenmarkt ist KufiOS meines Erachtens nach noch nicht ganz ausgereift. Hier fehlt es schon noch etwas an Feinschliff am Desktop, wie es zum Beispiel Linux Mint oder ElementGOS realisieren. Aber von Debian enttäuschte KDE-Anwender könnten hier tatsächlich eine Heimat finden, die einiges an Gefummel an Debian, um proprietäre Komponenten zu aktivieren, vermeidet. Kommen wir mal zur Systemvermessung. Direkt nach der Installation sind in etwa 8,6 GB der Platte belegt. Mein System krallte sich in etwa 600 MB RAM initial. Schauen wir mal rein, was die Kiste derzeit alles so an Werten hat. Jetzt sind 8,6 GB belegt, also hier hat sich nichts getan. Und beim Benchmarkwert sind wir jetzt bei 1,2 GB. Das liegt daran, dass hier Firefox auf ist. Den schließen wir mal schnell und sehen, dass der Pegel auf einmal fällt. Jetzt sind wir so bei 730, vielleicht geht es noch ein bisschen runter. Also ihr seht, die Benchmark-Werte würde ich nicht für Praxiswerte nehmen. Werfen wir kurz einen Blick in den Rückspiegel. KufiOS 3.11 benötigte in etwa 6,2 GB von der Platte und begnügte sich mit knapp 420 MB RAM. Hier zeigt sich also, dass KufiOS 4.7 mehr Ressourcen vom Rechner fordert als KufiOS 3.1. Die Werte sind weiterhin in Ordnung, aber der Trend ist halt eindeutig. KufiOS 4.7 liefert KDE Plasma 5.20.5 aus. Das Desktop-Konzept ist KDE klassisch. Unten eine Leiste mit Startmenü, dann gefolgt von Schnellstartern und rechts neben den Schnellstartern werden die geöffneten Apps gruppiert angezeigt. Ganz rechts hier unten gibt es Schnellzugriff auf Steuerelemente und eine Benachrichtigung. Das war schon bei KufiOS 3 so, das ist auch bei allen anderen KDE-Distros so und bei einem Betriebssystem namens Windows ist es auch in dieser konzeptionellen Weise. Ist das schlimm? Mitnichten. Es bietet für eine Vielzahl an PC-Anwendern ein relativ vertrautes Konzept und genau darauf zielt das Ganze logischerweise ab. Bei den Desktop-Designs liefert KufiOS auch was Eigenes mit, aber auch andere Themen sind vorhanden. Hier, ich komme auf diesen Aspekt gleich nochmal zurück. Kommen wir mal zur vorinstallierten Software. Wir haben Kernel 5.10 als Browser, Firefox, Chrome und Conqueror. Als E-Mail-Client ist Thunderbird mit dabei, als Büropaket LibreOffice 7 und als Software-Container ist Flatpak mit dabei. Kommen wir zur allgemein vorinstallierten Software. Hier gilt prinzipiell dieselbe Aussage, wie sie schon zum Vorgänger traf. Es geht so in Ordnung. Für den Desktop ist die Auswahl passabel. Ich meckerte rum, dass ein Spiel dabei war, was nach wie vor so ist. Die Redundanzen, zum Beispiel bei den Browsern und bei den App Stores, sind immer noch präsent. Schauen wir mal kurz rein. Büroprogramme, LibreOffice, Ocula, PDF Viewer, Dienstprogramme, das sind überwiegend KDE-Apps. Einstellungen, hier haben wir den Look-Switcher, da kommen wir gleich nochmal drauf. Quantum Manager ist auch, um Themes einzustellen. Grafik, LibreOffice Draw, also hier auch nur Ocula. Internet, Firefox ESR, Google Chrome, KDE Connect, Conqueror, wie schon sagte, es sind drei Browser dabei. Multimedia, ein Spiel, Kartenspiel, System. Zum KufiOS Software Center kommen wir gleich noch. Ansonsten ist das relativ Standard KDE-Kost. Das ist nicht negativ gemeint, einfach nur feststellend. Kommen wir kurz zu den Besonderheiten.
Wie gerade eben schon erwähnt, KufiOS liefert den Look-Switcher mit. Damit können wir das Desktop-Design verändern. Ihr seht, aktuell ist das KufiOS-Thema aktiviert. Jetzt können wir hier auf Win 10 OS umschalten und sagen Anwenden. Und schwuppdiwupp, Kartoffelsupp, ist das Thema verändert und kommt eher einem Windows 10 gleich. Natürlich jetzt kein 1:1 Klon, wie andere Distros das realisieren, aber so grundsätzlich in die Richtung geht schon. Das hier sieht jetzt ziemlich schlimm aus, aber okay. Wenn du Windows XP gemocht hast, könnte dir auch dieses Thema gefallen. Wir machen mal auf Anwenden. Und es wird eher so Windows XP mäßig mit Blau. Mein Geschmack ist das jetzt nicht so ganz, aber okay. Darüber hinaus sind noch die Standard KDE Plasma Breeze Themen mit dabei. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht näher vorzustellen. Ich aktiviere wieder das von KufiOS. Dann sind wir wieder so, wie es der Distributor vorgesehen hat. Im Prinzip ist es so, dass ihr das Thema mit zwei Klicks umschalten könnt. Das ist einfach und das finde ich ziemlich gut gelöst. KufiOS liefert auch ein eigenes Software Center mit. Das lädt sich jetzt gerade. Mach's mal ein bisschen größer. Darüber könnt ihr bekannte Schlager wie zum Beispiel Nvidia Treiber, Timeshift oder Skype installieren. Da ist recht viel drin und wenn du was vermisst, einfach da mal reinschauen. KufiOS wird als LTS-Distro mindestens bis September 2026 mit Sicherheitsaktualisierungen versorgt. KufiOS ist das Debian mit proprietärer Software. Ähnlich wie Ubuntu, ohne dabei zu sehr vom Debian-Unterbau abzuweichen. Kann dieses Rezept aufgehen? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Allgemein stieß ich während meiner Linux-Laufbahn bisher noch nicht auf KufiOS-Anwender. Aber das muss nichts heißen, denn ich zähle hier auf euch, meine werten Zuschauer. Sind unter euch KufiOS-Anwender? Falls ja, dann würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Erfahrungsberichte in die Kommentare schreiben würdet. Auch wieso ihr KufiOS gegenüber Debian den Vorzug gegeben habt. Da bin ich mal gespannt, was kommt. Bevor ich gehe, möchte ich mich bei all meinen Unterstützern ganz herzlich bedanken. Bei dir möchte ich mich für die freundliche Aufmerksamkeit bedanken. Deine Meinung zu KufiOS kannst du gerne in den Kommentaren hinterlassen, entweder hier auf YouTube oder auf meinem Blog. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne ein Kanalabo dalassen. Auch kannst du mit dem Daumen zeigen, wie es dir gefallen hat. Mit aktivierter Glocke bekommst du sofort Info, wenn auf meinem Kanal ein neues Video kommt. Wenn du also Bock darauf hast, dann klick dich gerne mal durch. Bleibt gesund, passt weiterhin gut auf euch auf und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video erneut. Bis dahin, ciao aus Würzburg, euer Michel.